Ende Februar hatten russische Truppen die Krim besetzt, eine Halbinsel am Schwarzen Meer, die zur Ukraine gehörte. Die Aktion hatte eine große internationale Krise verursacht. Die NATO denkt über eine stärkere militärische Präsenz in Osteuropa nach, trotz Sorgen, dass Russland in den ganzen Osten der Ukraine einmarschieren könnte. Die Welt scheint plötzlich wieder in eine Zeitreise in den Kalten Krieg gegangen zu sein. Wie ist es dazu gekommen? Die Ukraine ist ein geteiltes Land. Im Osten lebt eine große russisch sprechende Bevölkerung. Aber die westlichen und zentralen Regionen, inklusive Kiew, fühlen sich näher an Europa. Letzten November hatte der prorussische ukrainische Premierminister Viktor Janukowitsch sich gewehrt, eine Kooperationsvereinbarung mit der EU zu unterschreiben. Die Menschen in Kiew fühlten, dass ihr Land durch diese Entscheidung beschädigt würde und gingen auf die Straßen, um zu protestieren. Gewalttätige Demos fanden wochenlang statt. Um die 100 Menschen waren in den Auseinandersetzungen umgekommen. Janukowitsch floh letztendlich nach Russland und Demonstranten ernannten eine neue Übergangsregierung. Neue Wahlen sollen im Mai stattfinden, aber das Parlament hat außerdem Maßnahmen besprochen, die bei einigen als schädigend für die russischsprachigen Regionen des Landes gedeutet wurden, wie zum Beispiel das Herabsetzen des offiziellen Status ihrer Sprache. Moskau hat den Aufstand verurteilt und die Legitimität der Übergangsregierung geleugnet. Am 27. Februar waren plötzlich Soldaten ohne ihre Abzeichen auf der Krim aufgetaucht, einer der Regionen mit einer der höchsten Konzentrationen von Russen. Eine Militärbasis der russischen Flotte ist hier außerdem zu finden. Sie übernahmen die Flughäfen und andere Infrastrukturen und isolierten so die wenigen ukrainischen Kräfte. Der Kreml hat nie offiziell zugegeben, die Armee dorthin geschickt zu haben. Aber es dauerte nicht lange, bis alle verstanden hatten, dass sie es waren. In den folgenden Wochen gewannen sie langsam die Kontrolle über die gesamte Halbinsel. Ukrainische Truppen waren Konfrontationen aus dem Weg gegangen und wurden letztlich abgezogen. Aber teilweise lief die Zurückhaltung schief, als zum Beispiel eine ukrainische Gruppe von Soldaten versuchte, sich gegen eine russische Straßenblockade zu stellen. Schüsse wurden in die Luft abgefeuert. Es war ein Wunder, dass ein Massaker verhindert wurde. Nach einem Referendum Mitte März mit prorussischen Kräften auf der Straße hatte Putin den offiziellen Beitritt der Krim zur Russischen Föderation unterschrieben. Putin sagt, dass er die Interessen der ukrainischen Russen schützen möchte. Aber seine letzten Aktionen zeigen eher seinen Willen, keinen Einfluss in der Region zu verlieren und die Welt, ebenso wie sein eigenes sich quälendes Land, daran zu erinnern, dass Russland als globale Macht wieder zurück ist. Die USA und die EU sehen die Annexion als nicht legitim an und haben mit gezielten Aktionen einige Dutzende russische Offizielle ermahnt. Aber die Situation könnte sich noch verschlimmern. Tausende russische Truppen haben sich an der Grenze zur Ukraine aufgestellt, um, falls es dazu käme, vermutlich weitere Teile des Landes übernehmen zu können. Diese Krise ist definitiv noch nicht vorbei.